Ja, hallo zu Inside Politics. Heute ein Audio-Podcast mit Julia Reeder. Frau Reeder ist ihres Zeichens EU-Abgeordnete im Europäischen Parlament in Straßburg und Brüssel und viel in den letzten Monaten, muss man schon sagen, sehr stark mit ihren sogenannten Leaks zum Thema Artikel 13 und Leistungsschutzrecht auf. Zum Einstieg für die Leute, die Sie nicht kennen, wer ist eigentlich Julia Reeder? Ja, ich bin die Abgeordnete der Piratenpartei im Europaparlament. Seit 2014 gehöre ich der Fraktion der Grünen im Europaparlament an und beschäftige mich dort mit allen Themen rund um die Netzpolitik, vor allen Dingen aber mit der Reform des Urheberrechts, die ich von Anfang an kritisch begleitet habe. Netzpolitik ist ein Stichwort. Sie gelten als eine von den doch wesentlich jüngeren Abgeordneten im EU-Parlament. Sie sind gerade mal Anfang 30. Was sind hier sozusagen Ihre Themenschwerpunkte und auf was konzentriert sich Ihre Kritik? Also grundsätzlich halte ich es schon für sinnvoll, wenn die EU versucht, gemeinsame Regeln fürs Netz zu finden und auch für solche Themen wie Urheberrecht, weil wir heute oft die Situation haben, dass die Regeln national unterschiedlich sind und man dann solche Dinge sieht wie dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar und dergleichen. Also, dass man da ein bisschen mehr Einheitlichkeit und einfachere Regeln hätte, das würde ich mir eigentlich von der europäischen Urheberrechtsreform wünschen. Leider wird der Vorschlag, der jetzt den Abgeordneten vorliegt, eher das Gegenteil bewirken. Also, dass es noch wesentlich schwieriger wird, das Urheberrecht zu befolgen. Vor allen Dingen für die Betreiber von Online-Plattformen. Also für alle die, die Infrastruktur zur Verfügung stellen für andere Leute, um zu kommunizieren. Und meine Befürchtung ist, also konkret bei diesem Artikel 13, dass dort die Plattformen für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer direkt haftbar gemacht werden sollen. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Plattformen viel stärker kontrollieren müssen, was die Nutzer überhaupt hochladen dürfen. Da gibt es eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit und vor allen Dingen auch für das kreative Potenzial des Internets, was sich ja vor allen Dingen daraus speist, dass man dort eben ohne besondere Vorkenntnisse oder ohne eine große Firma im Hintergrund selbst Inhalte veröffentlichen und dafür ein Publikum finden kann. Das würde eben mit der Verabschiedung von dieser Richtlinie wesentlich schwieriger. Ich verstehe. Grundsätzlich heißt es ja, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber gleichzeitig scheinen doch die entsprechenden Regularien, die jetzt eben verordnet werden, nicht ganz zeitgemäß zu sein. Ist dieser Eindruck soweit korrekt? Ja, also es ist ein Ammenmärchen gewisserweise, dass es im Internet keine Regeln gäbe. Also selbstverständlich sind Urheberrechtsverletzungen im Netz auch heute schon illegal. Was hier versucht wird, mit dieser Reform zu ändern, ist eigentlich etwas, was es in der analogen Welt in der Form gar nicht gibt. Also verantwortlich für eine Rechtsverletzung ist eigentlich immer derjenige, der die Rechtsverletzung begeht und nicht der Betreiber der Infrastruktur, auf der das passiert. Also genauso wie die Post nicht für die Inhalte von Briefen haftbar ist, die wir verschicken, sind auch Internetunternehmen nicht für die Informationen haftbar, die sie vermitteln. Es sei denn, sie erfahren eben konkret, dass dort etwas Illegales geschieht. Und diese Regeln haben eigentlich bisher ganz gut funktioniert. Und der Hauptgrund, weshalb das jetzt geändert werden soll, ist eigentlich eine Rechtsstreitigkeit zwischen YouTube und der Musikindustrie, die vor allen Dingen dadurch angefacht wurde, dass YouTube eben Werbung neben solche Uploads von Musik schaltet. Aber die Lösung, die dafür präsentiert wurde, die konzentriert sich leider nicht darauf, zu überlegen, wie man die Werbeeinnahmen von YouTube fair verteilen kann zwischen den verschiedenen Parteien, sondern sie schießt gewissermaßen, also wie Markus Beckedahl von der Digitalen Gesellschaft es gesagt hat, dort wird mit der Schrotflinte auf YouTube geschossen und getroffen wird das halbe Internet. Also das heißt, durch diese Regelung, die da vorgeschrieben wird, dass jetzt eben Plattformen haftbar sein sollen für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer, werden wirklich grundlegende Schäden am Internet und der Kommunikation über Plattformen geschehen,
weil die Plattformen letzten Endes technisch eine Urheberrechtsverletzung ja gar nicht verhindern können, ehe sie bereits passiert ist. Und wenn sie das versuchen durch den Einsatz von Upload-Filtern, dann kommt es regelmäßig auch zur Sperrung von völlig legalen Inhalten, wie wir das zum Beispiel bei Content ID auf YouTube schon regelmäßig sehen. Also das heißt, dieses Problem, dass legale Inhalte nicht mehr online auftauchen können, würde dadurch massiv verschärft. Ja, da gibt es jetzt aber sehr wohl auch die andere Seite, die sagen, ja, grundsätzlich ist das ja vollkommen klar, dass sozusagen der normale User sich der rechtlichen Belange quasi bewusst sein sollte, aber die Plattformen verdienen ja mit seinen Inhalten und dadurch sind ja auch gewissermaßen auch die Plattformen ähnlich halt wie Verlage bei Büchern mithaftbar oder müssen mithaftbar gemacht werden. Bislang war das ja in der E-Commerce-Richtlinie verboten. Ist das jetzt sozusagen, was die Befürworter von Artikel 13 sagen, ihres Erachtens nach nachvollziehbar? Oder wie soll man sozusagen die Plattformen zukünftig darauf hinweisen, dass sie halt ihre User besser in den Griff halten sollen? Also ich denke, dass es etwas zu kurz gedacht ist, zu meinen, dass nur weil eine Plattform Geld verdient, an Inhalten, dass da automatisch Urheber ausgebeutet werden. Also bei YouTube kann man das durchaus diskutieren, aber wenn man mal ein anderes Beispiel nimmt, zum Beispiel Plattformen, wo Kochrezepte hochgeladen werden können, die werden auch von profitorientierten Unternehmen betrieben und sie enthalten große Mengen an urheberrechtlich geschützten Inhalten, nämlich den Fotos, die dort hochgeladen werden, die mindestens leistungsschutzrechtlich geschützt sind. Und sie schaffen ja auch einen Mehrwert dadurch, dass sie eben diese Infrastruktur bieten, wo Leute Rezepte austauschen können. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es irgendwie Urheber gibt, die bei so einem Geschäftsmodell unfair ausgebeutet werden. Das heißt also, was man bei Artikel 13 versäumt hat, ist überhaupt erstmal klar zu definieren, bei welchen Plattformen gibt es überhaupt ein Problem. Und da würde ich sagen, das sind nicht grundsätzlich alle Plattformen, die mit geschützten Inhalten Geld verdienen, sondern nur die, bei denen es auch wirklich große Zahlen an Urheberrechtsverletzungen gibt und wo sie quasi mit den Urheberrechtsverletzungen Geld verdienen. Da könnte man schon sagen, das ist bei YouTube vielleicht der Fall. Also wenn dort Musik hochgeladen wird und diese sehr oft gesehen wird und da Werbung geschaltet wird. Aber dann würde es doch reichen, dass man sagen würde, diese Plattformen mit großen Mengen von Urheberrechtsverletzungen, die müssen die Inhalte, die sie direkt bewerben, also mit denen sie direkt Geld verdienen, dafür müssen sie Lizenzen erwerben. Oder man könnte sich auch ein System überlegen, wo sie eine Abgabe zahlen müssen und dergleichen. Aber letzten Endes ist der Einsatz von Upload-Filtern unter keinen Umständen gerechtfertigt, weil dort eben auch Inhalte gesperrt werden, die urheberrechtlich völlig unproblematisch sind. Und die Ausnahmen im Urheberrecht, wie zum Beispiel das Zitatrecht, werden dadurch gezielt unterminiert. Also Sie sprechen auch etwas an, was Christian Solmecke, deutscher Medienrechtsanwalt, angesprochen hat. Er meinte nämlich, dass er an sich Institutionen wie die GEMA oder auch andere, in Österreich ist das die AKM, also andere Vertriebsorganisationen, die halt für die Rechte von Verlagen oder Autoren und so weiter einstehen, eigentlich ja schon eine gute Arbeit machen. Und deswegen könnte man diese Abgaben halt auch quasi aufs Internet übertragen. Wie soll das aber konkret dann ausschauen? Naja, also wie gut diese Verwertungsgesellschaften im Detail funktionieren, das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. In Deutschland gibt es auch viel Kritik an der GEMA, dass gerade kleinere Urheber teilweise mehr einzahlen, als sie rausbekommen bei der Sache. Insofern bin ich mir nicht sicher, dass so eine Pauschalabgabe unbedingt die beste Lösung ist. Also der Vorschlag, den ich gemacht hatte, der ging einen etwas anderen Weg. Der hat eben gesagt, also Plattformen, auf denen große Mengen an Urheberrechtsverletzungen passieren und eben nicht alle möglichen Plattformen mit Inhalten, die müssen gezielt Lizenzen verhandeln für die Inhalte, die sie monetarisieren wollen. Aber sie müssen das eben, wenn sie keine Lizenz bekommen, nicht sperren,
sondern sie könnten dann einfach keine Werbung zu diesem Inhalt schalten. Und das würde, glaube ich, das Problem mit Artikel 13 schon massiv einschränken. Aber also ich denke, dass auch solche Ideen wie die von Herrn Solmecke durchaus diskutiert werden können. Sie sind auch vorgeschlagen worden im Verlauf der Debatten. Bloß haben eben die Befürworter von Artikel 13 jegliche Alternativvorschläge über die letzten Jahre abgeblockt. Und jetzt ist es gewissermaßen zu spät dafür, denn wir sind jetzt kurz vor der Europawahl und haben eigentlich nur noch die Wahl, entweder den Artikel 13 in der jetzigen Form anzunehmen oder ihn abzulehnen. Und dann könnte man in der nächsten Legislaturperiode, wenn er abgelehnt wurde, nochmal in Ruhe eine Debatte starten, wie denn ein fairer Ausgleich aussehen könnte. Aber könnten Sie sich eine Social-Media-Abgabe für alle User vorstellen? Für die User? Ja. Also schwierig zu sagen, wie genau die bezahlen sollten. Denn man sollte ja Social Media durchaus auch anonym nutzen können. Das ist gerade für Minderheiten extrem wichtig. Insofern stelle ich es mir schwer vor, wie man jetzt eine Abgabe von allen Social Media Nutzern erheben könnte. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass so große Teile der Bevölkerung ohnehin Social Media nutzen, wäre es dann nicht sinnvoller, eine Steuer zu erheben, wo dann tatsächlich alle bezahlen. Also Social-Media-Abgabe, die von den Nutzern erhoben wird, stelle ich mir in der Praxis relativ schwierig vor. Also Steuer stelle ich mir jetzt ungefähr so vor, wenn Sie es ansprechen, in Richtung Haushaltsabgabe, wie es in Deutschland für den Rundfunk läuft. Naja, die Rundfunkabgabe, die fördert ja die öffentlich-rechtlichen Medien und ist keine Abgabe, die Urheberrechtshandlungen vergelten soll. Also wie gesagt, meine bevorzugte Lösung ist keine Abgabe. Insofern kann ich nicht so viel dazu sagen, wie die Abgabe am besten ausgestaltet werden sollte, weil ich denke, es wäre sinnvoller, tatsächlich bei den Geschäftsmodellen der Plattformen wie YouTube anzusetzen und zu schauen, also ist die Art und Weise, wie die Inhalte monetarisieren, in Ordnung. Denn ich glaube, bei den allermeisten Plattformen, die von Artikel 13 betroffen sind, also nehmen wir die Rezepteplattform, die Datingplattform, vielleicht auch Urlaubsplattformen wie TripAdvisor, dort finden so vergleichsweise wenige Urheberrechtsverletzungen statt und die Plattformen haben auch überhaupt kein Interesse daran, dass dort Urheberrechtsverletzungen stattfinden, dass dort überhaupt kein Änderungsbedarf besteht. Also ich fände es jetzt nicht unbedingt gerecht, wenn diese Plattformen eine Abgabe bezahlen müssen. Ich verstehe. Noch zu etwas zu Ihrer Person. Sie sind natürlich in direkter Konkurrenz zu Axel Voss und immer wieder wurde natürlich in der letzten Zeit Kritik an Ihnen geübt, weil Sie halt aus den Ausschüssen geleakt haben oder Material einfach veröffentlicht haben, weil es grundsätzlich de facto nichts über diese sogenannten Debattenbeiträge gab. Glauben Sie, dass Sie teilweise als Verräterin innerhalb des EU-Parlaments angesehen werden? Also bei der Veröffentlichung von diesen Trilog-Dokumenten gibt es inzwischen ein ganz klares Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, diese Dokumente einzusehen. Und nichts weiteres habe ich gemacht, als diese zu veröffentlichen. Und ehrlich gesagt, mir gegenüber hat sich auch nie jemand darüber beschwert. Also es kann sein, dass hinter meinem Rücken Leute versuchen, das zu skandalisieren, aber tatsächlich hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dass diese Dokumente ohnehin Informationsfreiheitsanfragen zugänglich sein müssen. Und insofern glaube ich, sie wären so oder so öffentlich geworden, aber vielleicht nicht schnell genug, dass die Öffentlichkeit sich noch eine Meinung darüber bilden kann. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, sie besser gleich zu veröffentlichen, wenn wir sie bekommen. Aber das sind keine Geheimdokumente oder so. Das sind Dokumente, wo die Öffentlichkeit das Recht hat, sie einzusehen. Abschließend zum Thema Leistungsschutzrecht. Ich habe das jetzt noch nicht recherchieren können, aber ein Kritikpunkt ist ja auch jetzt Artikel 12, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, hier sozusagen zu erklären, wie sozusagen eine faire Entlohnung der Urheber ablaufen soll. Könnten Sie dazu bitte ein bisschen mehr sagen? Ja, also der Artikel 12 offenbart gewissermaßen, dass es bei dieser Richtlinie gar nicht so sehr um die eigentlichen Kreativen geht, sondern eher um die Rechteverwerter. Es gibt bestimmte Abgaben, auch heute schon im Urheberrecht, für Kopien, die an Universitäten angefertigt werden und für Privatkopien.
Und dafür bekommen die Verwertungsgesellschaften Geld, das sie an die Urheber verteilen sollen. In Deutschland war es lange gängige Praxis, dass die Verwertungsgesellschaften dieses Geld zwischen Urhebern und Verlagen aufgeteilt haben. Und ein Urheber hat dagegen erfolgreich geklagt und die Gerichte haben gesagt, nein, dieses Geld gehört zu 100% den Urhebern, also den Kreativen und nicht den Verlagen. Der Artikel 12 dient jetzt dazu, dieses Urteil rückgängig zu machen und zu sagen, also das Geld soll weiterhin zwischen Urheberinnen und Urhebern auf der einen Seite und den Verlagen geteilt werden können. Das finde ich insofern ungewöhnlich, weil das durchschnittliche Einkommen bei Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich höher ist als bei den eigentlichen Kreativen, die irgendwie Bücher schreiben oder Journalistinnen und Journalisten. Das bedeutet also, hier wird die Möglichkeit geschaffen, dass die Mitgliedstaaten Geld umverteilen können von denen, die weniger haben, zu denen, die mehr haben. Und das geht natürlich eigentlich komplett gegen die Idee des Urheberrechts, dass dabei die eigentlichen Kreativen geschützt werden sollten. Also insofern zeigt der Artikel 12 ganz klar, dass diese Richtlinie in erster Linie den Verwertern helfen soll. Also mehr Geld für die Verwertungsgesellschaften. Na, die Verwertungsgesellschaften selber, die verteilen nur das Geld. Also mehr Geld für die Verlage würde das konkret bedeuten und weniger Geld für die Urheberinnen und Urheber. Okay, eins noch, weil letzte Woche mit dem österreichischen Abgeordneten Ottmar Karas darüber gesprochen habe und ich habe ein Beispiel genommen. Kennen Sie Thingiverse.com? Ja. Thingiverse bietet Baupläne an zu verschiedenen Sachen, die man sich dann auf einen 3D-Drucker, ich habe selbst einen, ausdrucken kann. Aha. Und teilweise gibt es dann halt von Leuten Nachbildungen von Phasern oder also aus Star Trek oder irgendwelche Raumschiffmodelle oder sonstige patentähnliche Dinge, sage ich jetzt nochmal, also mechanische Konstruktionen etc. Bis hin zum Uhrwerk findet man dort eigentlich alles. Und inwiefern wäre eigentlich so eine Sharing-Plattform dann eigentlich von Artikel 13 betroffen? Also wenn ich richtig informiert bin, ist das eine kommerzielle Plattform. Also darauf würde es zunächst mal ankommen, denn rein nicht kommerzielle Plattformen sind vom Artikel 13 ausgenommen. Aber nehmen wir mal an, es ist eine kommerzielle Plattform, wo Leute Designs für 3D-Druck austauschen können. Dann ist die zunächst mal von Artikel 13 betroffen und muss Urheberrechtsverletzungen verhindern. Keine Patentverletzungen, aber das Urheberrecht kann eben bei diesen 3D-Modellen durchaus auch betroffen sein. Also meinetwegen, wenn das jetzt ein Raumschiff aus Star Wars ist oder dergleichen, dann ist da auch das Urheberrecht berührt. Das Problem ist natürlich, dass solche 3D-Modelle wesentlich schwerer automatisch zu erkennen sind als zum Beispiel eine Musikaufnahme oder eine Filmaufnahme. Insofern ist sehr unklar, was diese Plattformen eigentlich tun müssen. Artikel 13 sagt konkret, also zunächst mal müssen sich die Plattformen um Lizenzen von allen Rechteinhabern bemühen. Und also wenn ich richtig informiert bin, sind jetzt die Rechteinhaber von Star Wars oder auch von anderen Hollywood-Filmen nicht besonders freigebig darin, solche Lizenzen zu verteilen und würden dann wahrscheinlich keine Lizenz erteilen und stattdessen verlangen, dass diese Inhalte geblockt werden. Nur die Technologie dazu steht ja kaum zur Verfügung, also dass man tatsächlich in so einem 3D-Modell automatisch erkennen könnte, was das ist. Also da würden wahrscheinlich im großen Stil Fehler passieren. Und die Richtlinie sagt im Grunde genommen, die Plattformen müssen ihr Bestes tun. Sie müssen nach den höchsten Standards der Industrie solche Filterungen vornehmen. Und da ist natürlich extrem unklar, was genau von solchen Plattformen jetzt verlangt wird in Bereichen, wo solche Technologie einfach bisher kaum vorliegt und wenn sie vorliegt, extrem viele Fehler produziert. Also sehr schwierig wahrscheinlich, solche Plattformen legal betreiben zu können. Ist klar. Aber Sie sehen, das ist ein sehr breites Thema, was eben nicht nur mit Musik und Bildern zu tun hat oder Videos, sondern einfach mit sehr vielen anderen Elementen, die einfach hier reingreifen. Absolut. Zum Abschluss noch, weil wir auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen haben,
Sie haben gesagt, dass Sie gegen die neue audiovisuelle Mediendienstrichtlinie oder besser gesagt gegen den Entwurf dazu gestimmt haben. Dort taucht das Thema Uploadfilter nämlich auch auf. Und nämlich um genau zu sein im Artikel 28b, ich habe Ihnen das per E-Mail auch geschickt zum Nachlesen, dort heißt es nämlich, die Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, um eben verbotene oder illegale Inhalte zu verhindern, sollen nämlich keine Ani-ex-ante-Kontrollmaßnahmen darstellen, ähnlich oder Upload-Filter beinhalten. Und da geht es vor allem um das Thema Jugendschutz, Verbreitung von Hass und Hetze, als auch um die Thematik, dass man eben kriminelle Handlungen bei Videos, also auf YouTube, Facebook und so weiter, verherrlicht. Wie soll das dann eigentlich funktionieren mit einem automatisierten System? Weil ich kann mir auch hier wiederum nur einen Upload-Filter vorstellen oder eben 10.000 Mitarbeiter, die sich ein Video nach dem anderen durchschauen, bevor es überhaupt online geht. Ja, also es ist sehr unklar, auch welche Verpflichtungen auf die Videoplattform konkret zukommen mit der AVMD-Richtlinie. Deshalb habe ich auch dagegen gestimmt. Also man kann hoffen, dass die Gerichte und auch die Mitgliedstaaten das auf eine Art und Weise interpretieren, dass vielleicht Meldesysteme und dergleichen bereitgestellt werden müssen. Aber ich glaube, ein großer Unterschied zwischen der AVMD-Richtlinie und der Urheberrechtsrichtlinie ist, dass die Plattformen nach der AVMD-Richtlinie zumindest nicht unmittelbar haftbar gemacht werden für die Rechtsverletzung ihrer User. Also insofern die Verpflichtungen zwar auch etwas widersprüchlich sind und sehr unklar, was genau getan werden muss, aber wenigstens kommt nicht diese Keule der direkten Haftung, wenn eine Plattform diesen Vorlagen nicht entspricht. Also ich hoffe, dass das Ganze auf eine vernünftige Art und Weise in nationales Recht überführt werden wird. Aber wie gesagt, also ich habe auch gegen die AVMD-Richtlinie gestimmt. Und abschließend dazu, Sie haben auch schon vorher eben in Bezug auf die auf das Leistungsschutzrecht von Regionalsperren gesprochen oder Regionssperren. In Deutschland gibt es jetzt die Diskussion auch über diesen Medienstaatsvertrag, also sprich, welche Art von Videokanälen sollen eben in Zukunft unter Fernsehrecht fallen oder auch nicht. Und dabei ist mir dann aufgefallen bei einer Recherche, mir wurde es dann auch seitens der zuständigen Landesmedienbehörde Rheinland-Pfalz bestätigt, dass österreichische respektive deutsch sprechende ausländische Kanäle auch davon betroffen sein werden, sofern sie eben ihren Umsatz in Deutschland zu einem nicht unwesentlichen Teil lukrieren, indem sie sich inhaltlich in deutscher Sprache und mit deutschen Themen beschäftigen und indem sie auch Werbung eben entsprechend auf deutsche User quasi ausrichten. Ist es sinnvoll, genau solche Regelungen, man spricht auch vom Targeting in der aktuellen Richtlinie, einzuführen, wo dann schlussendlich Regionssperren von YouTubern oder eben anderen Videodiensten gemacht werden, eben um eben nicht genau unter solche Gesetze zu fallen? Ja, also besonders sinnvoll finde ich das nicht. Ich glaube, dass man sich eher um gemeinsame Regeln bemühen sollte und vielleicht hinterfragen sollte, ob man diese Regeln aus dem Rundfunkzeitalter so 1:1 auf das Digitalzeitalter übertragen kann. Ich muss aber auch zum Ende kommen, weil das nächste Interview schon wartet und schon beginnen sollen. Okay, gut. Damit bin ich auch schon fertig. Das war okay, Julia Reda von der Piratenpartei. Ich wünsche noch gutes Schaffen die Woche, einen guten Start und danke fürs Gespräch. Danke auch. Tschüss. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.